Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch einen neuen Mod vorstellen. Das ist der Deutz Agro Star 661. Der kostet 50.000 Euro, 400 Euro Unterhalt. Der hat 435 PS und 320 kW. Da habe ich einen kleinen Test vorbereitet. Wer schon die letzten Mod-Vorstellungen geschaut hat, ich überziehe jetzt auf der River-Map jetzt einen Leistungstest. Ich habe 100.000 Liter fast drin, also genau wie gesagt 99.389 Liter Weizenhalb geladenen Hänger. Der Hänger ist 19% voll. Aber zuerst wollen wir mal schauen. Zusatzscheinwerfer funktioniert hinten. Vorne auch, wie man sieht. Linker, vorne. Ja, funktioniert beide Seiten. Licht, normale, ja, funktioniert. Mit Zusatzscheinwerfer funktioniert. Gute, funktioniert auch. So, schauen wir uns mal drin an. Drehzahlmesser funktioniert. Karo ist auch animiert. Spiegel funktioniert auch. Vorne hat er Frontelektronik. Der hat ein bisschen breite Reifen bekommen. Habe ich gelesen. Als Abfälle hat er auch vorne Frontelektronik. Hinten standardmäßige, wie man sieht. Hat alles da. Bremslicht geht auf. Ja. Innen drin hat er ja, wie wir gesehen haben, eine leicht bläuliche Ansicht. Jetzt fahren wir mal rauf zu den Kühen. Ja, kämpft ein bisschen. Ich hoffe, dass er es schafft, weil es sollte er mal schaffen mit 435 PS. Nicht, der legt Staub, Lichter und Spuren, aber ich hänge jetzt fest, mit den letzten, was ein bisschen weniger PS hatten, hat das geschafft, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich kein Front gelegt habe, aber wir können ja jetzt bleiben, also den Motor aus, kaufen wir noch ein Frontgewicht, ich nehme das größte, jawohl, setzen wir zurück, so, okay, nicht, dass es einer behauptet, das lege da an. Ich hoffe, das ist länger, der macht sich selbstständig. Ja, fast 100.000 Liter. Naja, der hat den Unterleg halt auf der falschen Stelle. Stehen. Da habe ich mal dabei da hingestellt, hier ist ein bisschen Unordnung. Auf der Seite. Okay. So, Öpsa.
51 km/h fährt er, dann müsste ich normalerweise jetzt direkt kommen. Außer, das ist so geil für ihn. Ach, jetzt rückt die Deichsel weg. Ja, er sieht. Boah. Ja. Hab schon mal bei den ganzen Boden bedeckt. Schauen wir mal, ob wir jetzt draufkommen. Mal sehen, da fahren wir nochmal von unten rauf. Ich bin gespannt, ob er das schafft oder nicht schafft. Ja, Gott sei Dank, dass, der, dass wir die wieder hatten, was wir ihm gerade geklaut haben. Den Stacheldraht. Den haben wir zu sein Kupfer. Ich bin ja auch nicht so, ich gebe jeden einen Chance. Jetzt fahren wir mit Schwung, weil über die einen bin ich hier unten auf Stand drauf gefahren. So. Okay, mit Frontgewicht und Schwung, glaube ich, könnte er es schaffen. Aber so wie die anderen, was ich ja vorgestellt habe, unten aus dem Stand, ohne Frontgewicht, keine Chance. So, ich habe es jetzt darauf geschafft, mit dem zweiten Versuch, mit Frontgewicht und mehr Anlauf. Er hat es geschafft, gerade so, sag ich mal. Wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, dann schaut sie da rein. Ich sage dann Servus, grüßt euch, euer Frank.